die Stürme, den Regen, am Bogen, den Hochdruck kalt, den finden wir geil. Wir sind passionierte Meteorologen und kennen das Wetter im Detail. Heyo, heyo, Sonne, Wolken und noch mehr, wir sagen genau es vorher. Heyo, heyo, alles läuft ganz hochmodern und wie das erraten wir gern. Lieber Petrus, lass die Frösche wieder steigen. Für den Jörg, für den Gunther und für mich. Ob sie Sonne oder Regenschauer zeigen, meine Frösche, nie irren sie sich. Und haben die Frösche mal keinen Bock aufs Wetter, ja, dann ist das für mich null Problem. Dann schau ich eben auf das Barometer und verkünde den Trend ganz bequem. Es mag steigen oder fallen, ich verkünde es wortreich allen, nur fällt's mal ins Bodenlose. Geht in die Brüche die Prognose, und dann müssen die Frösche wieder steigen. Für den Jörg, für den Gunther und für mich. Nach dem Regen schreit Sonne, im Winter, da schneit's in der Schweiz, in der Schweiz. Aufs Wissen der Bauern setz ich meinerseits, in der Schweiz, in der Schweiz. Ist der Bauer ein ganz netter, herrscht zu Hause gutes Wetter. Aber geht er einen heben, wird daheim es Stürme geben. Trinkt der Obstler statt Kakao, ist nicht nur der Himmel blau. Und schwankt er heimwärts früh am Tag, erwartet ihn ein Niederschlag. Ob Sonne im Märzen, ob stürmt oder schneit, das weiß mein Computer, denn der ist gescheit. Die Kaltfront im Süden, das baltische Tief, er zeigt es auf Knopfdruck und nie liegt er schief. Die Genauigkeit ist Wahnsinn und der absolute Clou. Er braucht keinerlei Prozessor, keinen Speicherplatz dazu. Ob sie frieren, die sie bieren, alles sagt er mir korrekt. Dank der ausgefeilten Technik, die in seinem Inneren steckt. Holla hi, holla ho, das ist Wissenschaft auf oberstem Niveau. Wir lieben die Stürme, den Regen samt Bogen, den Hochdruck kalt, den finden wir geil. Wir sind passionierte Meteorologen und kennen das Wetter im Detail. Heyo, heyo, Sonne, Wolken und noch mehr, wir sagen genau es vorher. Heyo, und stimmt es einmal nicht, dann stimmt halt der nächste Bericht. Na und stimmt es einmal nicht, dann stimmt halt der nächste Bericht. Oder auch nicht.